Start loading. The future is you. Schön, dass ihr dabei seid. 16 Uhr, eine Stunde Giga in dieser Woche ist bereits vorbei. Das ist schade für euch, ein bisschen schade auch für uns, aber wir haben ja noch einige Stunden vor uns, so wie auch an diesem heutigen Montag, die sogenannte 16 Uhr Stunde. Gregor, sag mal, was ist mit der Boogie los? Tante. Da gibt es einen ausführlichen, erklärenden Artikel im Sport und Start Bereich. Das ist der Bereich oben in der Navigationsleiste an Nummer 3. Ja, ja. Also neben Update und NetBeat, zwischen NetBeat und M-Live. Gehe ich gerade drauf. Das heißt, Boogie aktuell, genau. Kannst du draufklicken. Und was steht da? Und dann geht es schon in der erweiterten Überschrift. Vierter Spieltag wird nicht gewertet. Was? Wieso? Es kam, wie es kommen musste, ja, mein Freund. Ja, hallo, ich meine, ich hatte bei Ramovic, Lochner, Heu, Ich hatte auch nur Gewinner im Team. Ja, und warum zählt er dieser Spieltag nicht? Weil es einfach ein absolutes Glücksspiel war, ja, in die Boogie zu kommen. Freitag haben viele geschafft, wir haben es geschafft, ein paar andere haben es auch geschafft. Aber eine Großzahl von Leuten hat es einfach nicht geschafft. Ich eröffne jetzt einen Thread gleich. Ja, du kannst ja, 50.000 Threads eröffnen, aber bitte ins Bonus-Tas-Bereich. Mach ich auch. Sonst bringt's nämlich nichts. Mach ich auch. Aber trotzdem, die Boogie muss jetzt nochmal kurz hinten anstehen. Das gibt's gleich in der nächsten Stunde, in der 8. Stunde sogar erst. Jetzt gibt's erstmal zwei Eishockey-Cracks vom amtierenden deutschen Vizemeister leider nur. Nämlich, leider? Ja, nu. Muss doch mal ein bisschen nett sein jetzt. Wer ist Meister geworden, Gregor? Dein Vater ist Meister geworden. Hier ist da der Andi Mozinet und der Sebastian Pulter vom KIC. Ja. Und wir werden unter anderem mal mein Eishockey-Video anschauen. Deins lasst man am besten gleich weg, dann werden sie sich eh noch kaputt lachen. Werden meine Szenen zeigen und vielleicht sagen die Jungs, ich habe Talent. Man kann quasi noch den Quereinstieg machen. Boogie, ich muss da eh jetzt kündigen, muss zurücktreten. Ja. Ja? Ich werde hier quasi meinen letzten Tag heute haben. Hast du schon gesagt, wer der Nachfolger wird? Ob ich einen Ersatz, mein Nachfolger, ja, benenne ich, ich glaube Daniel van Moll. Wird der neue Boogie beauftragt. Nee, ihr wisst doch nicht, wer der neue wird, ne? Aber ich weiß es. Dranbleiben, wird ganz spannend. Übrigens ist Krefeld Meister geworden, soweit ich das weiß. Gregor, vielen Dank. Weiß ich auch. Ja, ja, ist klar. Dann mein Vater, hast du gerade gesagt. Dein Vater, ja, ist auch Meister geworden, ja. Ja, andere Sportart. Viel Spaß noch. Danke, tschüss. Christoph, war schön mit dir. Will ich nochmal zu Gregor zurückgehen? Das war so amüsant, euer 5-Minuten-Dialog gerade. Ja, sorry, Christoph, ich habe gerade keine Zeit mehr. Die Regie sagt, wir sollen weitergehen. Danke, Christoph. Martin. Thomas. Es tut mir echt, das war echt keine Absicht, Christoph. Der Christoph zieht so eine Fluppe gerade. Eine Fluppe, ja. Eine Fluppe? Eine Fluppe zieht er sich. Echt? Ach so, rauchen wird teurer. Ein Flunsch. Rauchen wird teurer. Das sagt der Christoph gerade. Dankeschön, Martin. Thomas. Benji. Such bitte zu Christoph. Benji, es tut mir leid. Also, Martin, es tut mir leid. So, ja, es tut mir ziemlich alles leid. Hallo? Jo! Ja, wir müssen leider so schnell machen, weil die Regie so dermaßen gerade... Ja, feier die Power hat. 3 Minuten lang geredet. Carsten. Ja, ich hab doch schon gesagt, feier die Power, tschüss. Danke. Tschüss, tschüss, tschüss. So, hallo. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit für mich. Bei dir halte ich mich ein wenig mehr auf, ein wenig länger. Ja, das ist schön. Ich freue mich, denn wir haben ein Gewinnspiel. Ich möchte ganz tolle Karikaturen haben. Und zwar von dir zum Beispiel. Nicht von dir gezeichnet, sondern von dir. Und ich habe schon eins bekommen von Daniel. Das sieht ihm nicht so wirklich ähnlich, aber ich werde es auf jeden Fall zeigen. Und die beste Zeichnung bekommt natürlich ein Gigabuch geschenkt. Und ich hoffe, ich kriege zahlreiche Zeichnungen. Außerdem haben wir natürlich Gäste in dieser Stunde für Sport und Stars. Und ich freue mich sehr. Also alles und das auf giga.de. Gut. Es ist nicht meine Schuld. Ihr habt gemerkt, Internet hat super viel Zeit. Apropos Karikaturen. Ich muss eine Geschichte erzählen von meinem 24. Geburtstag, als ich bei Lachen war. Alte Leute haben nichts und zu lachen. Die besten Witze von euch. Was machst du denn? Und Jörg bei mir gibt es nochmal die Geschichte von Boys genauso mit Chili. Genauso auch ein Knalliker Zeichner. Er hat eine grandiose Karikatur. Wir teuer auf 4,50 €. Morgen mitbringen werde. Wenn ich auch entdecke, wird eine Karikatur von Jörg Klär von mir. Ich mache mal ein Test Thema, aber ich glaube, das ist mich dabei gezeichnet. Und ihr könnt dann morgen auf der Seite schauen.
machst du denn aus? Kann ich auch helfen. Bei mir in dieser Stunde gibt es genau diese Helden. Ne? Ja, von Kai Zähler. Ja, von Kai Zähler. Cool. Sebastian Feucht, 3 Leute, M3 Leute, und dementsprechend sage ich hier vielen Dank für diese Top of the Hour. Es war schön mit euch und wir sehen uns gleich. Euer Mikrofon.